Die Orks aus Warhammer 40k sind schon eine echt komische Rasse. Sie sind nicht nur für ihre brutale Kriegsführung und eher chaotische Kultur bekannt, sondern auch für ihre einzigartige Biologie. Die Orks sind nämlich nicht einfach nur normale humanoide Wesen, sondern eine Mischform aus Pflanze und Tier, die vor allem auf ihrer pilzartigen Natur basiert. Und ja, ich weiß, dass Pilze keine Pflanzen sind. Deswegen auch pilzartig und nicht Pilz. Auch wenn sich das durch die Warhammer Community zieht und ich das auch ab und zu sage. Einfach, weil es witziger ist, dass Orks Pilze sind. Aber in manchen Quellen ist auch die Rede von Algen in der DNA. Also, Grüße gehen raus an alle Biologen in der Community, bitte nagelt mich jetzt nicht auf irgendwelchen wissenschaftlichen Aussagen fest. Am Ende ist es immer noch ein Fantasy-Setting und Orks sind Pilze. Und diese Biologie unterscheidet die Warhammer 40k Orks auch sehr von den Orks aus anderen Franchises. Wie zum Beispiel mein geliebtes World of Warcraft oder auch der Herr der Ringe. Aber um zu verstehen, worauf diese Aussage beruht, müssen wir in der Warhammer-Lore ein paar Millionen Jahre zurück in die Vergangenheit. Die Orks sind nämlich nicht einfach nur zufällig im Universum entstanden, sondern wurden von den Alten erschaffen. Und die Alten waren eine geheimnisvolle, mittlerweile ausgestorbene Rasse, die früher über das Universum geherrscht hat. Aber da gab es dann so ein bisschen Stress und ein bisschen Krieg mit den Necrons und den K'tan. Die Alten haben dann die Orks entwickelt, damit sie als Krieger in dieser Schlacht für sie kämpfen. Und ursprünglich hießen sie Krog. Die Idee war, dass sie eine widerstandsfähige und leicht reproduzierbare Spezies sein sollten. Um das zu erreichen, haben die Alten tierische und pflanzliche Elemente kombiniert. Dadurch sind die Orks nicht nur robust und anpassungsfähig, sondern können sich auch auf eine ziemlich ungewöhnliche Weise fortpflanzen, nämlich durch Sporen. Orks pflanzen sich durch Sporen fort, die sie während ihres gesamten Lebens und nach ihrem Tod absondern. Wenn ein Ork stirbt, verbreiten sich diese Sporen in der Umgebung. Unter den richtigen Bedingungen wie Wärme, Feuchtigkeit und Schutz beginnen diese dann zu wachsen. Der Prozess ist fast wie das Keimen von Pilzen. Diese Sporen können sich in verschiedene Orkoide verwandeln, je nachdem, welche Umweltbedingungen und welche Ork-Population in der Nähe ist. Wenn es weniger Orks gibt, entstehen kleinere Kreaturen wie Skriks oder Grots. Bei einer höheren Population wachsen größere und stärkere Orks. Die Methode hat einen entscheidenden evolutionären Vorteil. Die Orks können sich unglaublich schnell vermehren, besonders nach einer Schlacht. Kleiner Funfact dann übrigens, Orks haben in dem Sinne also kein Geschlecht. Sie werden aber relativ maskulin dargestellt. Die Sporen eines toten Orks können schnell neue Orks hervorbringen. Das macht es quasi unmöglich, sie komplett auszurotten. Auch wenn ein Planet komplett gesäubert wird, können Jahre später neue Orks auftauchen, wenn die Sporen dann doch anfangen zu keimen. Orks werden auch deshalb oft mit Pilzen verglichen, weil sie eine ganz besondere Physiologie haben. Wie wir bereits gehört haben, sind ihre Körper eine Mischung aus tierischen und pflanzlichen Merkmalen. Die DNA der Orks ist also zum einen Teil tierisch und zum anderen pflanzlich. Das hat zur Folge, dass Orks über eine Reihe ungewöhnlicher Fähigkeiten verfügen, die sie von anderen Spezies unterscheiden. Orks können sich extrem schnell regenerieren und sogar Gliedmaßen oder Organe nachwachsen lassen. Diese Regeneration wird durch eine symbiotische Beziehung mit pflanzlichen Zellen in ihrem Körper ermöglicht, die den Heilungsprozess dann beschleunigen. Außerdem sind sie sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten und Verletzungen, sogar gegen die Bedingungen im Weltraum. Ihr Körper ist ziemlich robust und kann selbst schwere Verletzungen ohne große Sorgen überstehen. Und das tut den Orks auch nicht mal weh, denn ihr Nervensystem ist weniger entwickelt als bei anderen Rassen. Außerdem haben die Orks in ihrer DNA ein sogenanntes Rassengedächtnis. Das bedeutet, sie haben bestimmte Fähigkeiten, die sie von Geburt an haben, ohne dass sie die jemals erlernen müssen. Boy weiß zum Beispiel instinktiv, wie man Maschinen baut, und ein Painboy führt chirurgische Eingriffe durch, obwohl er nie eine formale Ausbildung dafür gemacht hat. Die Natur der Orks ist auch ein Grund dafür, dass sie sich so erfolgreich entwickeln konnten. Dank ihrer Symbiose mit pflanzlicher DNA sind sie extrem anpassungsfähig und können auf fast jedem Planeten überleben. Sie können sich sehr schnell vermehren und an widrige Bedingungen anpassen. Aus diesem Grund sind sie auch eine der am langlebigsten und widerstandsfähigsten Spezies im Universum. Außerdem ist es auch sehr faszinierend, dass Orks nicht nur durch ihre Sporen wachsen, sondern auch alle irgendwie miteinander verbunden sind. Quasi wie die Tyranniden, nur noch mal ein bisschen anders. Die psionische Kraft und die Macht der Orks als Spezies wachsen, je mehr Orks sich in einer Region aufhalten. Dadurch wird das psionische Feld, das die Orks umgibt, gestärkt und sogar die Geschwindigkeit, mit der ihre Sporen keimen und sich entwickeln, davon beeinflusst. Dieses Feld ist aber auch nochmal ein bisschen anders als die Psionik
eher bei den Menschen, die ja wirklich Psyche und sowas haben. Das ist bei denen so ein eigenes Ding. Der War oder die War-Energie, je nachdem, wie man es nennen will. Die orkische Natur ist also nicht nur körperlich, sondern auch geistig und kulturell von Pilzen beeinflusst. Orks sind von Natur aus sehr aggressiv und streben immer nach Kampf. Das liegt wohl daran, dass sie so eine Art Schwarmmentalität an den Tag legen. Wie bei Pilzen, die in großen Kolonien wachsen und sich schnell vermehren, agieren auch Orks gerne in Massen. Bündeln ihre Ressourcen und überrennen ihre Feinde in überwältigenden Wellen. Ihre komplette Kultur ist völlig auf Krieg, Zerstörung und Überleben ausgerichtet. Und durch diese besondere Art, wie die Orks halt eben sind und auch mit dieser War-Energie, glauben sie halt, dass ihnen das Universum gehört und sie versuchen alles, um es zu erobern. Und eben weil sie biologisch sehr anpassungsfähig sind und auch eine riesige, fast unaufhaltbare Population haben, können sie sich, wie sie wollen, im Universum ausbreiten. Und dieses komplette Ork-Konzept, wie wir das jetzt halt hier bei Warhammer 40k haben, ich liebe es. Das Ganze ist aber auf der anderen Seite auch wieder so kompliziert und teilweise so komisch geschrieben, auch in alten Ork-Codex-Versionen und sowas und auch bei den verschiedenen Wikis und wenn du bei Reddit guckst, es steht, also jeder interpretiert das so ein bisschen auch anders oder versteht es anders. Es ist sehr komplex, das Ganze. Das macht es aber auch irgendwie wieder so interessant, ne? Genau wie mit der Sache, dass wenn Orks an was glauben, dass es dann so ist, gibt es die einen, die das befürworten, die anderen sagen, nee, das ist nicht so und so weiter. So ist das gefühlt bei allen Sachen bei den Orks. Könnte man so argumentieren, ist ja auch das Warhammer-Universum. Und ja, die Orks, die schreiben natürlich nicht so akribisch in den imperialen Akten alles auf. Deswegen ist das vielleicht bei Space Marines und so ein bisschen besser und einfacher definiert. Naja, ich hoffe, dass dir trotzdem dieser kleine Einblick gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und wenn du dem Video ein Like da lässt. Ansonsten wünsche ich noch eine entspannte Woche. Wir hören uns bis zum nächsten Mal und der Imperator beschützt.